3. Dezember. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Aufgenommen von Avai im Oktober 2013. Waldlilie im Schnee von Peter Rosecker. Im Winter 1830. Uns ist ein Stein vom Herzen. Das Unwetter hat sich gelegt. Ein ganz leichter Wind ist gekommen, hat die Bäume sachte von ihren Lasten erlöst. Ein paar mildwarme Tage sind gewesen, da hat sich der Schnee gesetzt und man kann mit Fußleitern gehen, wohin man will. Es hat sich in dieser Zeit aber doch etwas zugetragen, drüben in den Kavässern. Der Berthold, dessen Familie von Jahr zu Jahr wächst und von Jahr zu Jahr weniger zu essen hat, ist ein Wilderer geworden. Der Holtenschlager versteht es besser als unsereiner, der ein weichmütiger Spiegelfechter ist sein Leben lang. »Arme Leute dürfen nicht heiraten«, sagt der Holtenschlager. »Nun, nach Sitte und Brauch haben sie nicht geheiratet, aber vor mir sind sie gekniet im Walde, und jetzt hungern sie all miteinander. Meinetwegen? Nein, nein, mein Segen bedeutet ja nichts. O Herrgott, dein ist die Macht, und mich lasse nicht noch einmal versinken in Schuld.« »Ist also ein Wilderer geworden, der Berthold. Das Holzen wirft viel zu wenig ab für eine Stube voll von Kindern. Ich schicke ihm an Lebensmitteln, was ich vermag, aber das genügt nicht. Für das kranke Weib eine kräftige Suppe, für die Kinder ein Stück Fleisch will er haben und schießt die Rehe nieder, die ihm des Weges kommen. Dazu tut die Leidenschaft das ihre, und so ist der Berthold, der vormaleinst als Hirt ein so guter, lustiger Bursch gewesen, durch Armut, Trotz und Liebe zu den Seinigen und durch Torheit anderer recht sauber zum Verbrecher herangewachsen. Einmal schon bin ich bittend vor dem Förster gelegen, dass er es dem armen Familienvater um Gottes Willen ein wenig, nur ein klein wenig nachsehen möge, er werde sich gewiss bessern, und ich wolle mich für ihn zum Pfande stellen. Bis zu diesen Tagen hat er sich nicht gebessert, aber das Geschehnis dieser wilden Wintertage hat ihn laut weinen gemacht, denn seine Waldlilie liebt er über alles. Ein trüber Winterabend ist es gewesen. Die Fenster sind mit Moos vermauert, draußen fallen frische Flocken auf alten Schnee. Berthold wartet bei den Kindern und bei der kranken Aga nur noch, bis das älteste Mädchen, die Lilli, mit der Milch heimkehrt, die sie bei einem nachbarlichen Klausner im Hinterkar erbetteln muss. Denn die Ziegen im Hause sind geschlachtet und verzehrt, und kommt die Lilli nur erst zurück, so will der Berthold mit dem Stutzen in den Wald hinauf. Bei solchem Wetter sind die Rehe nicht weit zu suchen. Aber es wird dunkel, und die Lilli kehrt nicht zurück. Der Schneefall wird dichter und schwerer, die Nacht bricht herein, und Lilli kommt nicht. Die Kinder schreien schon nach der Milch, der Vater verlangt schon nach dem Wild, die Mutter richtet sich auf in ihrem Bette. »Lilli«, ruft sie, »Kind, wo trottest denn herum im stockfinstern Wald? Geh heim!« Wie kann die schwache Stimme der Kranken durch den wüsten Schneesturm das Ohr der Irrenden erreichen? Je finsterer und stürmischer die Nacht wird, je tiefer sinkt in Berthold der Hang zum Wildern, und desto höher steigt die Angst um seine Waldlilie. Es ist ein schwaches, zwölfjähriges Mädchen, es kennt zwar die Waldsteige und Abgründe, aber die Steige verdeckt der Schnee, den Abgrund die Finsternis. Endlich verlässt der Mann das Haus, um sein Kind zu suchen. Stundenlang irrt und ruft er in der sturmbewegten Wildnis. Der Wind bläst ihm Augen und Mund voll Schnee. Seine ganze Kraft muss er anstrengen, um zurück zur Hütte gelangen zu können. Und nun vergehen zwei Tage. Der Schneefall hält an, die Hütte des Berthold wird fast verschneit. Sie trösten sich überlaut, die Lilli werde wohl bei dem Klausner sein. Diese Hoffnung wird zunichte am dritten Tag, als der Berthold nach einem stundenlangen Ringen im verschneiten Gelände die Klause vermag zu erreichen. Lilli sei vor drei Tagen wohl bei dem Klausner gewesen und habe sich dann bei Zeiten mit dem Milchtopf auf den Heimweg gemacht. »So liegt meine Waldlilie im Schnee begraben«, sagt der Berthold. Dann geht er zu anderen Holzern und bittet, wie diesen Mann kein Mensch noch so hat bitten gesehen, dass man komme und ihm das tote Kind suchen helfe.
Am Abende desselben Tages haben sie die Waldlilie gefunden. Abseits in einer Waldschlucht, im finstern, wild verflochtenen Dickichte junger Fichten und Gezirme, durch das keine Schneeflocke zu dringen und über dem die Schneelasten sich wölben und stauen, dass das junge Gestämme darunter ächzt, in diesem Dickichte auf den dürren Fichtennadeln des Bodens, inmitten einer Rehfamilie von 6 Köpfen, ist die liebliche, blasse Waldlilie gesessen. Es ist ein sehr wunderbares Ereignis. Das Kind hat sich auf dem Rückweg in die Waldschlucht verirrt, und da es die Schneemassen nicht mehr hat überwinden können, sich zur Rast unter das trockene Dickicht verkrochen. Und da ist es nicht lange allein geblieben. Kaum ihm die Augen anheben zu sinken, kommt ein Rudel von Rehen an ihm zusammen, alte und junge, und sie schnuppern an dem Mädchen, und sie blicken es mit milden Augen völlig verständig und mitleidig an, und sie fürchten sich gar nicht vor diesem Menschenwesen, und sie bleiben und lassen sich nieder und benagen die Bäumchen und belecken einander und sind ganz zahm, das Dickicht ist ihr Winter daheim. Am andern Tage hat der Schnee alles eingehüllt. Waldlilie sitzt in der Finsternis, die nur durch einen Dämmerschein gemildert ist, und labt sich an der Milch, die sie den ihren hat bringen wollen, und sie schmiegt sich an die guten Tiere, auf dass sie im Frost nicht erstarre. So vergehen die bösen Stunden des Verlorenseins. Und da sich die Waldlilie schon hingelegt zum Sterben und in ihrer Einfalt die Tiere hat gebeten, dass sie getreulich bei ihr bleiben möchten, bis es aus ist, da fangen die Rehe jählings ganz seltsam zu schnuppern an und heben ihre Köpfe und spitzen die Ohren, und in wilden Sätzen durchbrechen sie das Dickicht und mit gellendem Pfeifen stieben sie davon. Jetzt arbeiten sich die Männer durch Schnee und Gesträuche und sehen mit lautem Jubel das Mädchen. Und der alte Röpel, der ist auch dabei und ruft, »Hab ich nicht gesagt, kommt mit herein zu sehen, vielleicht ist sie bei den Rehen.« Und so hat es sich zugetragen, und wie der Berthold gehört, die Tiere des Waldes hätten sein Kind gerettet, dass es nicht erfroren, da schreit er wie närrisch, »Nimmermehr, mein Lebtag nimmermehr!« Und seinen Kugelstutzen, mit dem er seit manchem Jahr Tiere des Waldes getötet, hat er an einem Stein zerschmettert. Ich habe es selber gesehen, denn ich und der Pfarrer sind in den Kavässern gewesen. Diese Waldlilie ist schier mild und weiß wie Schnee und hat die Augen des Rehes in ihrem Haupte. Ende von Waldlilie im Schnee von Peter Rosecka.